Hallo und herzlich willkommen bei Riding Good mit Wolle 158. Ja, ich habe mich entschlossen, ist jetzt die letzte oder der letzte Film hier im Survival. Wir werden nochmal ein paar Einrichtungen soweit fertig machen hier. Und dann werde ich hier an dieser Map zwar weiterbauen, aber kreativ, weil ich denn doch hier so einige Sachen noch ausnutzen möchte mit dem neuen Geländetool, was wir drin haben und die ganze Gestaltung hier meiner kleinen Anlage geht dann eben hauptsächlich nur noch im Kreativmodus, weil ich auch einige Sachen da noch bauen will, ein paar Ideen noch habe, die aber nicht durchführbar sind aufgrund der Texturen hier und der Anwendung. So wie es hier ist, da geht es leider nur im Kreativmodus. Ja, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, weil ich denke mal jetzt, wir haben alle, die Versorgung ist da und warum kann man nicht drauf zugreifen? Ja, was ist nur los? Ja? Jetzt. Die Versorgung ist da und damit ist jetzt eigentlich nur noch übrig buddeln. Wir haben auch soweit erstmal Dungeons noch entdeckt und alles andere ist dann wirklich nur noch buddeln, sammeln, ernten. Und ich weiß nicht, ob ihr da großes Interesse dran habt. So, muss ich erstmal sehen. Ich will mir in drinnen erstmal noch andere Balken gestalten. Müssen 30 Stücke ausreichen. Dann brauchen wir noch. Wir haben ja draußen unsere kleine Terrasse. Da wollen wir auf jeden Fall noch hinstellen. Tische. Gartentisch. Der kleine reicht für uns aus hier. So, den Gartenstühle. Warte mal, hier brauchen wir noch einen Beistelltisch für oben für das Schlafzimmer. So, dann der Schreibtisch ist mal zu modern hier. Dann nehmen wir noch Küchenzeile. Das ist mir alles nicht, das ist mir alles zu modern hier. So, dann brauchen wir oben noch einen Tisch. So ein und ein noch für die Küche. Und was brauchen wir noch? Dann brauchen wir noch Stühle. Die fehlen uns auch noch her. Ja, nehmen wir hier 1, 2, 3, 4. Sollte ausreichen. So, was haben wir noch mehr? Gartenstühle brauchen wir auch noch. Nehmen wir 2. Bank werden wir auch noch mitnehmen. Ja, nehmen wir die hier. So, und dann brauchen wir erstmal neues Holz. Das müsste ich hier oben noch drin haben. Ja. Haben wir noch ein bisschen da hier. So, dann wollen wir noch haben einen Schrank. Bank. Na, ich nehme mal voll, ist aber 2 mit. Achso, dann wird man noch einen kleinen Gartentisch vielleicht für oben mitnehmen. Na, da können wir mal noch gucken, ja. Dann würde ich einen Schrank noch haben. Da haben wir ja leider ein Detail hier. Dann werden wir mal gucken, ob wir den vielleicht so ein bisschen umbauen können. So, was bräuchten wir noch? Deko, was haben wir hier noch? Eine Vase, Deckenventilator, ne. Geschenke, ne. Gardinen. Da, die werden wir uns noch holen. Da brauchen wir Stoff und Eisenstäbe zu. Blumentopf, der ist, ja, da brauchen wir auch noch Eisenstab, Erde. Eisenstab und Erde. Hier Steine und Erde, gut, die holen wir uns nachher dann auch noch, die können wir auch noch hinstellen. Yachttrophäe, eine Weiglerik haben wir, könnten wir auch noch mitnehmen hier.
Bärenfeldtöpfchen, Bär haben wir noch nicht erlegt, Steinstatue, Wetterhahn, den könnten wir auch noch aussetzen. Ja, sind aber alles eben so Sachen, was mir nicht so richtig zusagt. So, machen wir erstmal unsere Balken hier drin. Ja, übrigens hat mir jetzt auch einen Mülleimer hier drin gestellt und den halt einfach verkleidet mit Holz und damit fällt es ja nicht mehr weit auf hier. Achso, ich wollte ja gleich mal noch wieder ein bisschen hier. Wir haben Eisen. Alles, was wir hier noch so an Kleinkram haben. Silbererz brauchen wir erstmal nicht. Wolfram brauchen wir nicht. Kupfer brauchen wir nicht. Kupfererz. Gold wäre das Einzige, was wir noch so ein bisschen bräuchten. Aber wie gesagt, es ist ja eh die letzte Serie hier im Survival. Da brauchen wir das jetzt eigentlich nicht zu schmelzen. So, wie sieht's aus mit Essen? Da habe ich ja noch ein bisschen was hier. Okay. Ja, wie gesagt, ich denke mal, ich hoffe mal, dass nachher ein paar Survival-Aspekte noch dazukommen hier. Und dann sieht das alles schon wieder ein bisschen anders aus. So, ja, die kleine Ecke, die können wir mit dem Dreieck dann zumachen, das ist nicht weiter schlimm. So, dann machen wir hier erstmal Querbalken. Die werden wir aber andersrum legen, ja. Genau. Dann können wir ruhig ein bisschen länger machen, die Teile hier. So, denn oben habe ich nämlich auch schon mal gewechselt. Erstmal hier hin. So, dann passt das nämlich ganz gut hier. Achso, oh, hoffentlich kommt der jetzt nicht durch hier. Ja, das hat gedacht, ja. So. Den noch mal raus hier. Stücke kürzer reicht schon aus, ja. Genau. Ja, dann kommt er nicht mehr durch. So, dann brauchen wir hier noch einen. Machen wir hier einen hin. Und da noch einen hin. So, das reicht jetzt natürlich nicht rüber, weil ich nicht dran gedacht habe, den länger zu machen, ja. Aber du das nicht weiter will, können wir hier ein bisschen kürzen. So, einmal, zweimal. Dann kommt hier nochmal drin. So, jetzt will ich aber hier erstmal schauen. Und zwar für den Kamin. Ich werde hier mal noch einen Kamin einsetzen. Die brauchen wir nicht mehr. Kamin einsetzen. Für. Also im Kreativmodus. Und da brauchen wir. Mal gucken, ob wir das so weit hinkriegen können, ja. Also hier muss ein Herd hin und oben durch die Verlängerung des Schornsteins sollte denn eigentlich ein Kamin hin. So, nun mal gucken, ob wir das jetzt so weit hinkriegen können. Und zwar den Herd, den müssen wir etwas höher setzen. Da brauchen wir erstmal noch andere Steine. Und zwar mal gucken, was wir dann nehmen, ja. Ein paar mehr einpacken. Blockbank da ist. So, nehmen wir als erstes mal Steinziegel, Pflastersteine.
Die sehen ein bisschen verrußt aus hier, das ist gut. So, dann nehmen wir mal 30. Sollte ausreichen. Dann brauchen wir halbe. Nehmen wir die halben hiervon. Dunkle. Warte mal, wie viel brauche ich da? 1. Naja, wir machen uns erstmal 20 hier. Sollte ausreichen. So, dann brauchen wir, die werden wir auch hier mitmachen. Davon brauchen wir 2. Dann machen wir lieber vorsichtshalber 2 mehr. Und das Teil. Und sind unsere Steine schon wieder alle hier. Da haben wir sie. So. Wie viel haben wir jetzt davon schon eingepackt hier? Ach du Scheiße, jetzt habe ich 60 da. Hat nicht aufgepasst, okay. Ja, haben wir mehr als genug jetzt. So, ich glaube, das sollte ausreichen. Achso, nee, dann brauchen wir noch hiervon. Von dieser brauchen wir noch ein paar, ja. So. Mal sehen. Dann brauchen wir Feuer. Steine haben wir schon, machen wir noch, ich glaube Stecker brauchen wir noch, ja. So, das müsste dann ausreichen, dass wir uns Feuerstelle, ach Baumstammstecken brauchen wir, Baumstammstecken, die haben wir, das ist kein Problem. So. Haben wir das erstmal? Ja, dann wollen wir 2 erstmal machen. Und ich haben wir noch hier noch drin. Ja, dann brauchen wir das hier draußen. Da will ich ja auch einen hinsetzen. Und ja, da brauchen wir also doch noch einen mehr. So, und damit hätten wir erstmal soweit alles, was wir brauchen da oben. Wenn wir mal kurz erst den Kamin machen, dass wir sehen, wo wir die Balken dann hinsetzen können. Ah, hier fällt mir auf jeden Fall besser. Oben hat das nämlich auch schon gemacht, hier mit den Balken. Passt gut. So. Hinten. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich habe einen schönen Herd und einen schönen Kamin, aber als Blueprint. Und das will ich erstmal noch nicht, sondern zeigen, dass das auch natürlich hier im Kreativ, im Survival geht. So müsste man machen, genau. Hinten. So, jetzt muss das aufgesetzt werden. Okay. So, jetzt hoffe ich, dass das mit dem Gitter dann hinkommt. Und dann brauchen wir, weil das ja dann von der Außenseite zu sehen ist, diese. So, und dann geht's hier hoch. Nee, das ist natürlich Müll, weil für den Herd müssen wir den nach vorne ziehen.
Das heißt also, der muss hier hin. Und wieso? So muss der hin. Dann müssen wir nämlich das Feuer hier nochmal wegmachen. Und das können wir nicht wegklatschen. Ja. Das müssen wir nur weghauen, ja. So, das muss dann also hier vorne hin. So, genau. Dann können wir rechts und links die Teile aufstellen. Okay, und oben drüber müssen dann die Halmen kommen. Und da müssen wir jetzt erstmal ausprobieren. Jetzt brauchen wir so einen Grillrost hier. Und zwar den Grillrost. Wo kann man den herstellen? War das hier drin? Ne, da brauchen wir aber Eisenstäbe dazu. Wo war denn der Grillrost? Ich glaube hier drin. Rüste. Hilfsmittel. Ne, Felsflasche. Mixer. Lichter. Ne, sonst hier etwa, der glaube ich irgendwo verschiedenes. Grill. Genau, aber da ist er. Eine Eisenplatte und 4 Eisenstäbe. Eine Eisenplatte und 4 Eisenstäbe, ja. So, vorsichtshalber 2. Und Eisenstäbe. Da brauchen wir nämlich auch. So, sollte eigentlich ausreichen. Mal gucken. Einmal hergestellt. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das gedacht habe. Kann man zwar nicht so schön machen im Kreativ, aber hier werden wir das erstmal so hinbasteln. Wo ist unser Grill? Da ist er. Hoffentlich muss ich den jetzt nicht nochmal. Ne, klappt. Klappt allerdings. Ist mir doch ein bisschen, wenn man, der müsste eigentlich voll hier drüber sein. Können wir dann vorne wieder nicht zumachen, ja, dann müssen wir so ein bisschen abtarnen. Da geht es mir eigentlich, na, wir werden es mal, wir gucken mal. So, und dann machen wir an der Seite, wenn wir zumachen mit dieser, ne, mit dieser, genau, einmal, zweimal, so, damit das vorne geschlossen ist, ja, das guckt jetzt hier zu weit vor, ja, das ist doof, habe ich jetzt noch ein Lagerfeuer hier? Ne, ich kann aber schnell noch eins herstellen. Feuerstelle. Du, ihr wartet dann richtig in die Fummeltar mehr. So. Was sind sie hier, haben wir sie. Dann kann man das jetzt noch reinschieben. Ah. Genau. So. Das passt dann schon eher. Gut. Das haben wir oben, das ist oben. Und das noch auch noch rausnehmen hier.
Fenster hier. Ja, hier müssen wir jetzt leider improvisieren mit dem Balken. Da werden wir aber mal gucken, ob wir da irgendwie einen neutralen Balken, dass das nicht so sehr nach Holz aussieht. So, dann brauchen wir eh noch ein Gitter. Da muss ich jetzt auch erstmal gucken. Gitter. Das war nicht hier. Wieso komme ich hier nicht richtig ran hier? Und zwar Geländer. Da ist es drin, das 1x1 Gitter. Dann brauchen wir nochmal 4 Eisenstäbe. Dann wollen wir auch gleich ein paar mehr noch machen. Dann brauchen wir noch eine Eisenplatte. So, machen wir mal lieber gleich 2 und dann gleich nochmal Eisenstäbe. So. Dann haben wir das auch. Das Gitter 1x2 brauchen wir auf jeden Fall dann noch. Und dann war dieser Holzbalken den anderen, den wir da noch brauchen. Mal gucken, welchen wir da nehmen jetzt. Dass das wirklich nicht so sehr nach Holz aussieht, ja. Könnt ihr mal probieren. Ja, und alles andere, ja, das ist eben der Nachteil. Da bräuchte ich jetzt den Kreativmodus, um das zu belegen mit einer Steintextur. Denn das ist alles, das passt alles nicht, ja. Ne. Ja, dann gucken wir mal nach, wie war das. Wenn nicht, dann wird das verändert nachher im Kreativmodus. So. Ja, mal gucken jetzt. Dann haben wir das jetzt erstmal. Das heißt, mal gucken, ob wir das Gitter jetzt hier reinkriegen. Unser Gitter, wo ist es? Da ist es. Das müsste ja passen. Genau. So. Okay. Ja, und damit wir hier vorne diese Lücke schließen können, da wäre jetzt eigentlich ein Holzbalken aber mit einer Steintextur angebracht. Und gucken, ob das so halbwegs akzeptabel ist hier. Ne, ich denke mal nicht. Ein bisschen breiter. Erstmal hier, upsa, die Breite hinkriegen. Okay. So. Ich glaube, das sieht nicht gut aus damit. Schöne Steintextur auf den. Entschuldigung. Schöne Steintextur würde jetzt bedeuten, besser darauf wirken. So, damit hätten wir dann so gut wie möglich die Lücke geschlossen hier. Da wird es ein bisschen enger. Wenn wir die ein bisschen breiter machen, dann ist das natürlich wieder ein bisschen zu extrem tiefer. Und so rein. Wenn wir schon so machen, ja. Da, mit einer Steintextur würde das jetzt überhaupt nicht auffallen hier. Da wäre das dann nicht so schlimm. Das ist natürlich, das gefällt mir noch nicht so, ja. Ja, das werde ich nachher ändern, wenn ich da mit der Steintextur arbeite. So, und dann brauchen wir hier oben diese Teile und diese Teile. Dass wir hier eine Art kleinen Abzug haben. Und dann natürlich die Teile.
So, und von der Seite den noch. Ja, so können wir das erstmal soweit akzeptieren hier. Und dann werden wir die Seiten auch noch hochziehen hier. Und dann ist das schon soweit okay hier. So, damit haben wir hier unsere Kochstelle. Das wird jetzt natürlich von hinten noch zugemacht. Und zwar, was laufe ich denn außen rum hier? So, genau. Hier wird dann durchgezogen. Da kann man es mal schon das aufhauen. Da kommt nämlich dann oben auch der Kamin hin. So, und hier können wir dann den Schornstein praktisch hochziehen. Genau, und der kommt dann über das Dach drüber hinweg hier. Und dann passt das nämlich alles so ein bisschen. Und reicht nicht. Dann brauchen wir noch die anderen Steine. Die holen wir uns mal gleich von hier. Und brauchen wir noch ein paar hier. Und wir haben noch hier noch drin. Und zwar hatten wir ja Pflastersteine genommen, und zwar die verrauchten hier. So, machen wir da auch noch gleich ein paar mit zu wieder. Okay. Ja, damit hätten wir erstmal hier unten den Herd fertig. Und oben müssen wir das ein bisschen anders bauen als direkt einen Kamin denn. Ja, das passt erstmal. So, und hier machen wir das so. Okay, und dann können wir dann hier noch mit einer Schräge eventuell arbeiten, aber da nehmen wir natürlich auch die Pflastersteine dazu. So, dann passt das hier. Gut, wir haben ja in der Tasche haben wir hier den Gartentisch. Und der Gartentisch hier, da ist er. Und Gartenstühle haben wir auch hier, das sind diese. Dann können wir uns hier platzieren. Und Stuhl dazu. Machen wir noch einen hier hin. So. Und dann kommt später. Ne, das können wir gleich machen. Ich hoffe, jetzt reicht mir der Platz hier. Mal gucken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, müsste ausreichen. Dann setzen wir da auch ein Lagerfeuer ein. Ja, mal gucken, dass wir das so halbwegs in die Mitte hinkriegen, ja. So passt es doch. Fast. Und da setzen wir natürlich dann unseren Spieß drauf hier. So, dann können wir hier schon so ein bisschen rumbrutzeln mit Fleisch. Dann haben wir was für draußen. Hier kommt dann noch Geländer rum, aber das nehme ich dann auch mit Blaupausen. Und hier haben wir das jetzt soweit auch. Dann gehen wir mal nach oben und werden jetzt da in derselben Höhe den Kamin hinstellen. Meine Bette kann man noch ein bisschen umstellen hier. Okay, das machen wir jetzt. Da kann man das eigentlich unten drin setzen.
gucken wir mal so. So. Ja, den müssen wir doch noch höher ziehen dort. Genau. Das müssen wir, das schlagen wir raus. Das kommt dann nämlich. Mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Müssen wir natürlich den dann dort auch breiter machen, das ist klar. Und hier kommen dann. Das ist natürlich dann doof mit den Balken, das müssen wir mal gucken, wie wir das denn ein bisschen noch abändern. Aber ich denke mal, das dürfte nicht das Problem sein. So, und der muss natürlich dann. So. Und hier gehen wir mit Schrägen weg. Dann sieht man die Balken von hier auch nicht. Und hier kommt noch ein halber hin. Das muss aber dann. Ja, den könnte man besser verzieren, wenn man. Ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. So, das könnte man dann so ein bisschen verzieren. Hier vorne auch mit Brettern wieder, die natürlich dann auch eine Steinstruktur haben. Ja. Das würde besser aussehen. Halt hier von massenweise, macht hier, was ich gar nicht brauche. Ja. So, dann gucken wir mal, wie wir das jetzt setzen können. Ob das so klappt hier. Ein eingesetzter Kamin, das muss natürlich dann oben auch noch vorgezogen werden. So. Und dann könnte man. Ja, das müsste so ein kleiner Sockel sein, ja. Das gefällt mir nicht hiermit. Und dann einen ganzen drin nehmen. So, und dann mal gucken, wie das lodern würde hier. Das kriegen wir dann natürlich nicht ganz rein geschoben. Und den da hinten nochmal rausschlagen. Den hier wirklich weiter drin bekommen, denn der darf ja nicht hier vorgucken. Das ist blöd hier. Und die auch noch mal wegnehmen. Sonst kriegen wir den nicht richtig schön ausgerichtet hier. So, höchstens bis dahin, ja. Okay. So passt das. Und dann das wieder zumachen. So, und dann können wir hier. Das gefällt mir nicht, ja. Das gefällt mir nicht. Das machen wir auch nochmal anders denn. Ja, das machen wir auch nochmal anders. Und zwar. Da müssen wir dann doch die Balken aber wegnehmen, glaube ich. Müssen wir denn hier ruhig ausgeschlagen lassen.
Und dann kommen wir nämlich mit so einem Teil, glaube ich, besser bei weg. Das sieht dann besser aus. Einmal. Zweimal. Und hier oben dann eine schräge ran. Aber das muss natürlich dann. Ja, und die Balken müssen da weg. Dann müssen die hier auch weg. Ja, das ist jetzt natürlich dann, da oben muss abgedeckt werden. Ja, da muss ich, ja, das kann man nicht machen. Da muss ich dann ein schmales Brett drüber ziehen als Putz. Denn Blöcke kann ich da nicht hinsetzen, Halbblöcke kann ich da auch nicht hinsetzen. Ich kann ja mal probieren, wie das aussehen würde mit den Halbblöcken, aber das ist dann auch so eine Grenze. Das würde noch gehen, ja. Das würde noch gehen. Halt schon wieder hier Hunger, ja. Das würde noch gehen. Also hier müssen auf jeden Fall die Balken da noch weg. Und das andere kommt dann natürlich auch als Ziegelsteine. Wir könnten das noch anders machen. Ich werde mal schnell mal andere Ziegelsteine holen, ja. Das können wir noch ein bisschen anders machen. Wie gesagt, wir haben eigentlich schon wieder 37 Minuten hier weg. Das ist, wir sind viel zu lange jetzt hier drin. Aber zumindest wisst ihr jetzt, was ich demnächst hier vorhabe. Also weg vom Kreativ, weg vom Survival, rennen kreativ. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich jetzt hier doch ein bisschen mehr noch gestalten möchte. Und das geht eben teilweise wirklich nur im Kreativmodus hier, weil wir Balken und Bretter brauche ich da, die aber eine Steintextur zum Beispiel haben müssen. Und wie gesagt, mit den Texturen, mit den Tools, die jetzt neu sind hier, kreativ, da möchte ich jetzt auch ein bisschen mit arbeiten. Und darum höre ich an der Stelle dann auch eben mit Survival auf. Gut. So, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr vielleicht lieber eine extra eine neue Map haben wollt oder ob ich da vielleicht an meiner Bucht lieber denn weiterbauen soll, die ich angefangen hatte. Oder ob ihr sagt, okay, bauen wir hier dran weiter, mal sehen, was daraus noch wird. Das habe ich natürlich wieder falsch genommen hier. So, und dann. Ja, so gefällt mir das schon bedeutend besser. Und wenn dann die Balken hier weg sind, dann passt das schon. Ja, das war dann eigentlich für diese Folge, für diese Serie, wie gesagt. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ich an der Bucht bei uns weiterbauen soll oder nicht. Wenn dort keine Kommentare weiterkommen, dann baue ich ganz einfach hier an dieser Map erstmal weiter und dann kann das halt noch so ein bisschen verändert und verbessert werden. Okay, tschüss, sagt euch Wolle158. Bye bye.